Ich habe 10 Tage mit denen zusammengelebt und ich bezeichne sie als die größte Gefahr auf der Welt. Die größte Gefahr für den Weltfrieden. Waren Sie lebensmüde? Nein, ich war nie lebensmüde und bin nicht lebensmüde. Ich habe das Risiko sehr genau kalkuliert. Sie sind jetzt wieder zurück in Ihrem eigenen Haus. Schlafen Sie gut? Nein. Beunruhigt das alles Ihnen noch jeden Tag? Ist das einfach Arbeit gewesen? Nein, ich schlafe natürlich nicht gut und natürlich weiß ich, dass bei aller Sicherheit, die ich letztlich hatte und den Garantien, es ein Ritt auf der Rasierklinge war. Und ich hatte das zusätzliche Problem, dass mein Sohn darauf bestanden hat. Der ist zwar 31, aber der hat darauf bestanden, mitzukommen. Und ich habe gesagt, du gehst nicht mit. Es muss ein Mann übrig bleiben in der Familie. Und er hat dann gesagt, wenn du mich nicht mitnimmst, dann zerstöre ich dir alle Skype-Kontakte und alle Facebook-Kontakte, die du hast. Und du wirst deine Kontaktperson nie mehr finden. Herrlich, so ein Sohn. Ja, wunderbar. Aber er hat mir sehr geholfen unterwegs. Doch, er hat Ja, alles gefilmt. er hat gefilmt. Habe ich 80 Facebook-Dschihadisten angeschrieben, deutsche Dschihadisten, die auf Facebook herumkommunizieren. Habe 15 Antworten bekommen. Von den 15 haben sich 2 als interessant herauskristallisiert. Und mit einem, der dann dem IS und der Medienabteilung angehörte, habe ich 7 Monate über deren Politik verhandelt, gesprochen, diskutiert und dann eine Sicherheitsgarantie gefordert. Ich habe gesagt, ich will in ihr Land, aber ich komme nur, wenn ich eine total unangreifbare Sicherheitsgarantie bekomme. Da stand drin und garantieren wir das Leben und Hab und Gut von Herrn Todenhöfer und seinem Team und dass er heil wieder zurückkommt. Das Problem war Und das eben, wissen die Soldaten auch? ja, ich hatte das immer bei mir. Und wenn es kritisch wurde, und es wurde ein paar Mal kritisch, dann haben wir das blitzschnell herausgezogen und dann haben die Leute sich teilweise bis zum Boden verneigt. Das Problem war eben nur, ich wusste nicht, ob das nicht gefälscht war. Es hätte ja irgendeiner einen Stempel für 2 Dollar sich besorgen können. Aber ich war nach den 7 Monaten sicher, dass es kein Fake war, dass es echt war. Dann darf man nicht vergessen, Mosul war eine multireligiöse Stadt mit Christen, Schiiten, Sunniten, Jesiden. Und jetzt? Und die Christen sind alle vertrieben, waren alle, 130.000 Christen waren alle nicht bereit, die Jizya, diese Schutzsteuer zu bezahlen. Die Jesiden sind vertrieben worden und ermordet worden. Die Schiiten sind vertrieben worden und ermordet worden. Und sie haben jetzt eine rein sunnitische Stadt. Das sind alles Einschränkungen, die ich machen muss. Aber ich muss sagen, das Leben in den Straßen scheint relativ normal zu sein. Sie sehen junge Leute in ganz engen Jeans und in T-Shirts und junge Leute tragen das Trikot des FC Bayern München mit der Nummer 10, da steht dann Robben drauf. Und sie sehen viele normale Dinge. Und sie sehen viele Dinge, die für uns nicht normal sind, dass eben alle Frauen total verschleiert sind. Alle. Alle. Also bis auf Kinder und bis auf Frauen, die ein Alter überschritten haben, von dem man annimmt, dass die Attraktivität auf Männer nicht mehr vorhanden ist. Der IS ist viel stärker, als der Westen glaubt. Und wir unterschätzen diese Gefahr massiv. Aber wenn vor einem halben Jahr jemand gesagt hätte, dass der Islamische Staat in einem halben Jahr ein Land haben würde, das größer ist als Großbritannien, das ist größer als Großbritannien, der Islamische Staat, hätte man auch gesagt, das sind Fantastereien. Aber das sind alles noch Dinge, über die man diskutieren Aber kann. was will man dann Das am Ende? genau, das ist die entscheidende Frage. Und am Ende möchte der Islamische Staat eine religiöse Säuberung, wie sie die Menschheit noch nie gesehen hat. Wirklich? Das sagen sie und das sind Leute, die nicht nur reden, sondern tun. Es gab schon Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao. Gehört IS in diese Liste? Also wenn IS seine Pläne durchsetzen könnte,
und weiter militärischer Erfolg hat, das ist etwas, was ich nicht voraussehen kann. Man hat Leute riesige Gebiete erobern sehen und dann sind sie auch wieder gescheitert. Gehört es nicht nur in diese Liste, sondern übertrifft alles. Wir haben ja mit den Leuten zusammen gelebt. Das war ja nicht, dass wir im Hotel saßen und dann dreimal am Tag einen Termin hatten. Wir haben mit denen gelebt, wir haben auf dem Boden geschlafen, in denselben Ruhbauten wie die, in ganz erbärmlichen Bauten. Die Leute leben spartanisch. Mit amerikanischer Bombe oben ihnen? Mit amerikanischen Bombern, die immer tiefer kamen und bedrohlich tief kamen und uns ganz offensichtlich identifiziert hatten. Das war die zweite Gefahr. Ja, ich habe als die größte Gefahr eigentlich nicht das Kopfabschneiden angesehen, sondern die amerikanischen und syrischen Bomber. Ich glaube, dass nur Araber die arabische radikale IS besiegen können. Ich glaube, dass wir zwei, drei... Weil die können ihn überzeugen oder was können die Araber machen, was die Leute aus anderen Ländern nicht machen können? Darf ich an drei Punkten sagen, was wir machen müssten? Bitte? Wir müssten anfangen, die Muslime in unseren Ländern wirklich als gleichberechtigt zu behandeln und aufhören zu diskriminieren. Diese Kämpfer, die dorthin gehen, sind alle in ihren Ländern diskriminiert worden. Wir müssten zweitens aufhören, deren Länder zu bombardieren, wie wir das regelmäßig tun. Wir haben kein Recht, ihre Länder zu bombardieren, so wie wir kein Recht haben, China zu bombardieren oder Indien zu bombardieren. Wir machen es ja auch nicht. Wir machen es, weil wir der Auffassung sind, dass das Öl viel zu wertvoll sei, als dass man es den Arabern überlassen könne. Ich habe jetzt mal Churchill zitiert. Und der dritte Punkt ist, IS kann, eine sunnitische Organisation, kann nur von sunnitischen Irakern geschlagen werden und ist bereits 2007 schon einmal von sunnitischen Irakern vertrieben worden. Und kann das noch einmal passieren? IS war damals schwächer und ist heute stärker, aber die sunnitischen Iraker, das sind 35% der Bevölkerung, die sind nach dem Krieg von George W. Bush völlig entrechtet worden, völlig aus der irakischen Gesellschaft ausgeschlossen worden. Sie haben ihre Jobs verloren, sie sind ins Gefängnis gekommen, sie sind durch Todesschwadrone von Maliki umgebracht worden. Sie sind die Outcasts. Mhm. Und wenn man diese Menschen, die gemäßigt sind und die eigentlich mit dem IS nichts anfangen können, aber ihn reingelassen haben, weil sie gesagt haben, die sind uns lieber als diejenigen, die uns jetzt über 10 Jahre lang schikaniert und gefoltert haben. Wenn man diese Menschen voll in die irakische Gesellschaft wieder integrieren würde, dann wären sie bereit, gegen IS zu kämpfen. Und dann gäbe es eine Chance, IS zu stoppen. Das ist die einzige Chance. Es gibt keine andere. Mit Bomben werden wir IS nie besiegen. Nie.